Hallo Leute, YouTube. Diesmal geht es um das bedingungslose Grundeinkommen. Nehmen wir mal an, was wäre, wenn morgen das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt werden würde, also von einem Tag auf den anderen. Dann würde erstmal was passieren, und zwar würde die deutsche Wirtschaft erstmal einen Abschwung erleben. Aber auch nicht für immer, sondern so ungefähr ein halbes Jahr. Warum nur ein halbes Jahr so ungefähr? Nun, nach einem halben Jahr für die meisten Menschen langweilig. Das Schlimmste für einen Menschen ist Langeweile. Denn wenn die tatsächlich früher oder später wieder in ihre Jobs gehen oder überhaupt wieder arbeiten, damit ihnen zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ja? Darum nämlich. Aber, jetzt kommt das große Aber. Warum ist denn das bedingungslose Grundeinkommen für alle gleich? Muss es überhaupt für alle gleich sein? Würde ich nicht sagen. Ich bin der Meinung, das bedingungslose Grundeinkommen sollte so gestaltet werden, so ähnlich wie die Steuer. Ja, also mal höhere Beträge und mal niedrige Beträge. Ja, nicht für alle gleich. Weil 1000 Euro sind für die einen Peanuts und für die anderen ein Vermögen. Deswegen sollte man mal das bedingungslose Grundeinkommen ähnlich wie die Steuer auch mal anpassen an die Menschen. Das wäre meine Idee. Dann würden auch die Leute viel mehr einkaufen gehen. Weil die mehr Geld in der Tasche haben, dann wird die Kaufkraft gesteigert und schon boomt die Wirtschaft wieder. Und das ist auch ein Anreiz für die Arbeitgeber, höhere Löhne zu zahlen. Wer unter 1000 Euro zahlt, tja, dabei dem wird keiner mehr arbeiten. Das heißt, durch das bedingungslose Grundeinkommen wird auch Schluss mit Lohndumping sein. So, mehr wollte ich dazu erstmal nicht sagen. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.